Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dieses kleine Einhorn selber malst. Dafür brauchst du erst einmal einen Aquarellblock. Ja, wir brauchen den für die Brushpens. Da ist das sehr gut. Dann natürlich die Brushpen. Ein paar Bleistifte. Ein Radiergummi. Ein Stabilo-Pen, ein Micron-Fineliner und einen weißen Edding. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal male ich das Einhorn vor. Dazu habe ich hier ein paar Bleistifte. Welche du nimmst, ist natürlich egal, aber ich mache das immer gerne mit einem weichen Bleistift, so 2B, 3B. Das ist für mich eben perfekt und den kann ich auch noch gut weggradieren. Weil das Aquarellpapier ist sehr weich, ja, das muss ja auch gleich eine Menge Wasser aufnehmen. Deswegen kann man damit schön ganz, ganz leicht drüber malen. Und das ist auch jetzt hier ein bisschen das Problem, weil so siehst du natürlich nicht 100% die Konturen, aber keine Sorge, das ändert sich gleich. Es ist ja häufig so, dass die Vorarbeiten wirklich das A und O sind. Und so ist das hier auch. Du siehst schon, so ein paar Striche mache ich etwas dicker und die anderen heller. Das liegt daran, weil ich gleich mit den Brush Pens das Ganze mit Wasser einfärbe. Ja, also ich werde da gleich viel Wasser drauf geben, damit das Ganze aquarelliert aussieht. Ne? Und da kann ich natürlich nicht alle Striche ja sozusagen gebrauchen. Ne? Und ich möchte die auch noch zum großen Teil weggradieren können oder zumindest später nicht mehr sehen. Ja? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das gleich hinkriegen. Aber genau aus dem Grund, ja, muss ich da ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Du kannst das Ganze natürlich mit Aquarellfarben machen, dafür ist dein Block ja auch gedacht, ne? Aber ich mache es jetzt mal mit den Brushpens und dafür nehme ich hier diesen Wassertankpinsel und mache ja erst einmal ein wenig Wasser auf das Papier. Also ich gehe wirklich einmal komplett drüber, gebe überall ein bisschen Wasser hinzu, das muss ich wahrscheinlich gleich nochmal machen, aber erst einmal muss das Ganze feucht genug sein, damit die Farben auch verlaufen können. Wenn ich das jetzt nicht ordentlich mache, dann führt das natürlich dazu, dass ich eben keine Verläufe da drin habe und genau das möchte ich ja jetzt vermeiden. Und hier kannst du auch schon sehen, wie das Ganze dann wird. Also jetzt gehe ich mit diesem rosafarbenen Stift da drüber und ja, erst einmal kannst du nicht so viel sehen, weil das Ganze ja noch sehr hell ist. Einfach weil, ja, weil eben so viel Wasser da drauf ist. Ne? Aber das ändert sich gleich. Je mehr ich da drüber gehe, je mehr Farbe ich da drauf gebe oder auch halt einfach einen dunkleren Stift noch nehme, dann siehst du schon, dass da verschiedene Farben sind und sich das Ganze auch weiter mischt.
Du siehst jetzt hier, dass ich immer wieder mit dem Wassertankpinsel darüber gehe, damit sich das Ganze weiter vermischt. Also bitte sei da vorsichtig, gib immer wieder Wasser drauf, denn nur so bekommst du wirklich diesen Aquarellton hin, ja, dass sich die ganzen Farben miteinander vermischen. Und dann nehme ich auch verschiedene Farben. Also ich möchte, dass das Ganze ein bisschen pastellig wird und ja, in Blau, Grün, Gelb, Rosa, ja, all diese Bonbonfarben soll das haben. Und deswegen brauche ich natürlich verschiedene Farben, das Ganze soll sich auch vermischen. Ich nehme auch dunkle blaue Farben und hellblaue Farben. Auch da darf sich noch ein bisschen was vermischen. Du siehst, das gibt dann einen schönen Ton. Vor allen Dingen, ja, wenn ich mit hell anfange und dann noch so ein paar dunklere Akzente setze. Aber du wirst das gleich im Video noch genauer sehen. Das Schöne hier ist, es gibt kein richtig oder falsch. Dein Einhorn kann ganz anders aussehen, komplett niedlich sein. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du andere Farben wählst oder wenn du das Ganze ein wenig anders aquarellierst. Das Wichtige ist nur, dass du das Prinzip beibehältst. Viel Wasser, verschiedene Farben, lass sie ineinander laufen, nimm auch ruhig andere Farbtöne, also meinetwegen ein helles Rosa, ein dunkles Rosa, starte mit dem dunkleren und geh ins Helle, je nachdem, was du erreichen möchtest. Ja, aber das ist immer sehr schön, weil dann kannst du nur ein paar Akzente setzen und das Ganze wird nicht zu dunkel. Das ist jetzt zwar so gewollt, aber du siehst, was passiert, wenn ich mit dem dunkleren Stift anfange. Ich muss dann nochmal mit dem Wasser reingehen, um das Ganze wieder ein bisschen aufzuhellen, damit es noch zu dem Rest passt. Ja, sonst wird das hinterher doch sehr, sehr dunkel. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich kann weiterhin erst das helle Blau nehmen und dann mit dem dunkleren Blau noch ein wenig reinziehen. Dann sieht das Ganze so aus wie oben bei den Ohren und bei den Haaren und dem, ja, sieht eben, ja, also schöner weiß ich nicht, aber es ist halt anders. Ne? Nur du musst wissen, dass es eben diese beiden verschiedenen Techniken gibt und dass du sie zu deinem Vorteil durchaus verwenden kannst. Du kannst es an dieser Stelle genauso belassen und einfach weiter aquarellieren. Du kannst aber auch einen schwarzen Stift nehmen, deswegen habe ich hier diesen Stabilo Fineliner und kannst Konturen ziehen. Das bleibt natürlich komplett dir überlassen, was dir besser gefällt, was du lieber magst. Ich habe mich jetzt hier für die Konturen entschieden, damit das Ganze schön rauskommt, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das kleine Einhorn wirklich so schön ausgesehen hätte, wenn ich einfach noch ein bisschen weiter gemacht hätte und das weiter tiefer eingefärbt hätte. Aber bleibt, wie gesagt, komplett dir überlassen, wie du es eben magst, was für einen Stil du erreichen willst. Es gibt hier auch wieder kein richtig oder falsch.
Du siehst, bei mir soll das Ganze ziemlich stark und ausdrucksstark werden. Deswegen male ich jetzt hier auch noch so ein paar schwarze Kästchen mit rein und gehe auch gleich nochmal mit dem Edding noch rein und einfach noch so ein paar Akzente setzen. Es hätte auch schön ausgesehen, wie ich schon gesagt habe, wenn du das alles gar nicht machen würdest und einfach nur aquarellieren würdest. Ja, und an dieser Stelle bin ich auch mit unserem Einhorn schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und du malst jetzt ein kleines Einhorn, vielleicht für dein Bullet Journal oder einfach ja für ein T-Shirt oder es gibt so viele Verwendungsmöglichkeiten. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen und dann hoffe ich, wir malen wieder zusammen und bis dahin abonniere unseren Kanal und vielleicht klickst du die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochlade. Bis dahin, tschüss!